eyes. If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep, 'cause they'd fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. Leave my door open just a crack, 'cause I feel like such an insomniac. Why do I tire of counting sheep when I'm far too tired to fall asleep? Hallo ihr Menschen, ja, ich denke mal, man sieht, worum es geht, und zwar hier rum. ja, es ist noch sehr komisch, deswegen grinse ich irgendwie nie so richtig, gucke, sondern nur so, weil ich die Oberlippe halt nicht bewege, weil es noch ein bisschen komisch ist, aber ich finde es mega schön, ich bin mega zufrieden. Eigentlich wollte ich aufnehmen, wie mir das Piercing gestochen wird. Aber dann war ich so aufgeregt, dass ich da überhaupt keinen Nerv zu hatte. Ich hatte nämlich richtig Panik. Also wirklich richtig Angst. Also gegen Tätowieren habe ich überhaupt nichts, aber ich hatte schon mal ein Nasenpiercing. Und da habe ich halt echt schlechte Erfahrungen gemacht, weil das erstmal mega geblutet hat. Und danach hat sich es auch entzündet, da bin ich aber selber dran schuld, weil ich zu schnell von dem ersten Piercing in einen Ring gewechselt hat, was man ja nicht machen soll. Habe ich dann auch gemerkt. Deswegen habe ich auch kein Nasenpiercing mehr, obwohl ich das eigentlich gerne wieder haben möchte. Und nachdem, denke ich mal, dass ich es jetzt auch irgendwann mal wieder mache, habe ich das hier stechen lassen bei Dark Side. Die sind in Hannover und ja, das ist der Piercer. Kann ich absolut zu 100% empfehlen, weil der Piercer richtig, richtig lieb ist und das richtig, richtig gut macht und auch selber ein Perfektionist ist. Der hat den Punkt für die Vorlage, also dass ich sehe, wo das hinkommt und er weiß, wo das hinkommt, den hat er bestimmt 500 Mal gemacht, bis er sich sicher war, dass das wirklich mittig ist. Und er hat das auch super erklärt alles, hat das wegen der Pflege auch super erklärt. Und das Piercing zu stechen war halt im Endeffekt dann auch gar nicht so schlimm, weil er halt eine ziemlich coole Technik hat. Ich weiß nicht, ob das viele andere auch beim Piercen machen. Aber bei ihm war es halt einfach so, dass er gesagt hat, okay, du musst tief ein- und ausatmen. Und dann hat er gesagt, so jetzt. Und dann habe ich tief eingeatmet. Und dann meinte er so, jetzt ausatmen. Und dann habe ich tief ausgeatmet. Und während ich tief ausgeatmet habe, hat er das einfach durchgestochen, so schnell. Und dadurch, dass du irgendwie, wenn du atmest, ist das, wenn du so doll atmest, habe ich das Gefühl, war das echt gar nicht so schlimm. Das war richtig krass. Und dann hat er halt gesagt, okay, nochmal. Und beim zweiten Mal ausatmen, hat er das Piercing durchgesteckt. Ich war richtig fasziniert. Also das war echt gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Und ja, ich wollte es schon so lange haben. Ich wollte schon so lange Medusa haben. Und jetzt habe ich es endlich. Ich bin sehr froh, dass ich mich endlich getraut habe. Es hat echt lange gedauert, weil es ist auf jeden Fall schon relativ lange, dass ich das haben will. Aber nach meinem Nasenpiercing wollte ich einfach nicht mehr. Aber jetzt bin ich sehr froh, dass ich es wieder getan habe. Jetzt ist halt ein Tag danach. Ja, von innen ist die Lippe relativ angeschwollen, weswegen ich die auch nicht so viel bewege. Aber auch teilweise, weil ich einfach das Gefühl noch sehr komisch finde und mich damit noch erstmal irgendwie daran tasten muss. Auf jeden Fall kann ich euch den Piercer nur empfehlen, falls ihr in Hannover Umgebung wohnt. Absolut super, definitiv. Hab auch einen Pflegezettel mitbekommen, wo drauf steht, was ich nicht essen darf und so, weil ich ja eine Woche keine Milchprodukte essen darf. Grinsen ist auch irgendwie schwer. Das wird das Wochenende noch lustig. Wenn wir morgen Scary Movie und sowas gucken, dann lache ich die ganze Zeit nur bis hier. Also an sich das Gefühl von dem Piercing, finde ich, ist halt, erst habe ich das innen, hat man das so gemerkt und dachte sich so, okay, ist komisch. Aber ich glaube, das waren 5 oder 10 Minuten und das war schon voll okay, dass das da drin ist. So, das war dann so, okay, ja doch, da kann ich mich dran gewöhnen, denke ich. Und das ist richtig heftig, wie schnell man sich so da an sowas gewöhnen kann eigentlich. Genug gelabert, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich es gemacht habe. Also an alle, die unbedingt ein Piercing haben wollen, sich das aber noch nicht getraut haben, macht es einfach. Es ist wirklich nicht so schlimm. Auch wenn das euch wahrscheinlich alle sagen werden, aber es ist wirklich so. Deswegen. Yeah. I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs, 'cause they tried to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed, a disco ball, a
truth just hanging by a thread. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems.